Hey Leute, hier ist die Papa-Bastelstube wieder. Ich habe ein Tablet hier liegen, wie ich ja schon vor kurzem mal gesagt habe, dass ich viele Projekte hier rumliegen habe. Ja, das ist wirklich so. Das sieht alles hier wild aus. Das wollt ihr gar nicht wissen, wie es hier aussieht. Ich habe hier ein Sony Xperia. Tablet hier, also Xperia, ja, Xperia. Wie gesagt, ich habe schon oft gemacht, drehe das quasi nach jetzt für euch, dass ihr mal das ein bisschen nachvollziehen könnt. Ja, wie gesagt, wir fangen einfach mal an. Ich erkläre euch, was ihr zu beachten habt, wenn ihr das mal aufmachen wollt, entweder beim Akkutausch oder wie es hier in dem Fall war, die Buchse zu wechseln. Kleiner Tipp, die Ersatzteile sind nicht gerade günstig und jetzt sowieso nicht. Also, Also let's Leute, go. ihr müsst das Ding wieder warm machen, wie immer. Ne? Also das legt dann jetzt so drauf. Wie gesagt, ich drehe das jetzt mal ein bisschen alles anders als wie früher. Ihr müsst das hier quasi, klickt hier drauf. Das ist sehr, sehr eng. Also Vorsicht und schön langsam machen vor allen Dingen. Liegt ziemlich dicht an. Wenn ihr das alles dann hier schön warm gemacht habt, schön mit was Schmalen. Drunter greifen wisst ihr ja selber, wenn ihr schon sowas repariert habt. So, dann kriegt ihr dann langsam diesen Deckel auf. So, den Deckel dann bitte sauber machen. Ich muss das noch machen. Das machen wir dann zusammen. So, was müsst ihr jetzt beachten, wenn ihr die Buchse wechseln wollt? Und zwar habt ihr da einmal dieses Plasteteil. Das kommt dann wieder hier drauf. Wie gesagt, ich filme das jetzt nach. Ersatzteil habe ich schon eingebaut. Und vorher ist noch das drauf. So, zwei Schrauben lösen. Ganz normale Kreuzer sind, ja, Kreuzer sind das. Die zwei Dinge runternehmen. Das müsst ihr dann später hier einhaken wieder. So, dann müsst ihr das noch lösen. Dann kommt ihr hier drunter. Dann ist eine Steckverbindung hier. Das hier, ich weiß nicht, warum sie es so gemacht haben. Hier drunter ist nichts weiter. Hier kommt noch die Box, die Buchse, also die Box selber, die ist hier quasi, kann man das euch erklären, abgeschirmt. Also das ist irgendwie hier abgeschirmt, Entladungshemd abgeschirmt, keine Ahnung, wie die das, warum sie das so gemacht haben. Jedenfalls die Buchse hier wechseln, einfach rausklicken, so ein bisschen anhebeln. Die Buchse sieht dann ungefähr so aus. Da seht ihr das ja nochmal. Also hier ist die Steckverbindung quasi und hier ist nichts weiter. Das geht hier auf die Boxen. Die zwei goldenen Streifen gehen auf die Box und das war's. Mehr ist es nicht. Na, das kommt dann quasi so rauf. Das hier ist das Originalteil. Komischerweise, vor ich das aufgemacht habe, ging die Buchse hier gar nicht. Dann habe ich hier ein paar Mal drauf rumgedrückt. Wahrscheinlich war nur lose. Allerdings ist die Buchse auch nicht mehr gerade die fitteste. Mal sehen, ob wir es reinkriegen. Ne, kriegt man irgendwie nicht scharf. Jetzt. Also die ist nicht mal fit genug. Ne? Ja. Ist jetzt so, jetzt habe ich die teure Buchse eingebaut. Also das war schon günstig für die Verhältnisse, die es da so gibt. So. Und dann wird komplett wieder andersrum zusammenschrauben. Das Zusammenschrauben machen wir jetzt gleich. Wenn ihr einen Akku wechseln wollt, braucht ihr das hier lösen und den Akku schön warm machen und dann schön langsam raushebeln. Doppelseitiges Klebeband ist hier drunter. Vielleicht gibt es das ja auch irgendwann mal bei mir wieder auf dem Kanal zu sehen. Denn deshalb ist schon ein bisschen älter und der Akku soll auch nicht mehr der fitteste sein, aber es geht jetzt mal nicht anders. Es muss fertig werden. Und deswegen haben wir uns jetzt erstmal entschieden, die Buchse zu wechseln. Und später vielleicht nochmal den Akku, weil der ist auch dreigeteilt. Der ist noch nicht aufgebläht. Also das ist also noch ein bisschen fit ist es noch, aber mal sehen, wie lange. So, dann schrauben wir jetzt zusammen quasi die Buchse zusammen. Ich müssen ein bisschen noch was gucken. Weil letztens, glaube ich. Nee. Letztens, glaube ich, was rausgefallen, aber wahrscheinlich bis
Oh, das ist wahrscheinlich eine Täuschung. So, also wir tun jetzt hier das komische Plastikding jetzt hier. Ihr müsst aufpassen hier. Das muss hier oben hier drunter. Ich stelle euch mal die ganz kurz die Kamera an. Das passt jetzt so einigermaßen. Jetzt hat die Kamera selber die Helligkeit angemacht. Das muss jetzt hier irgendwie hier drunter wieder. Ohne irgendwas zu lösen. So. Na? Die Buchse muss hier drunter. Dann kommt dieses Mal Metallplättchen wieder hier oben drauf. Das muss natürlich hier eingerastet werden. Also ihr habt hier so eine kleine Kante. Na? Dann müsst ihr das hier so rein. So, dann habt ihr hier zwei Schrauben. Und somit hättet ihr jetzt quasi die Buchse gewechselt. Kleberrand drumherum. Ich habe mir jetzt was anderes besorgt. Ich habe mir jetzt ja so 1 mm Zeug geholt. Offiziell sind hier 3 mm drauf. Ich werde jetzt zweimal lang fahren. Alles werde ich jetzt hier nicht lösen. Denn hier zeige euch das mal ganz kurz. Hier, was hier innen drin ist, das werde ich jetzt hier nicht lösen. Genauso wie hier, das lasse ich alles so. Ich mache jetzt wirklich bloß die große Außenfläche richtig sauber mit dem Föhn wieder einheizen und dann genauso wie hier auf den Deckel, das ist die Rückseite von dem Tablet. Hier haben sie normale doppelseitiges Kleber, das muss alles runter. Das hier muss immer drauf bleiben, weil das ist Schutz für ganzen Prozessor und so weiter. Das lassen wir alles so dran. Nur das Grobe hier, das hier tun wir alles quasi jetzt hier runter machen mit dem Föhn. Und das war's schon eigentlich. Ne? Wenn ihr soweit seid, könnt ihr jetzt ausmachen das Video. Ansonsten, wenn ihr das zugucken wollt, wie ich das zusammenklebe, dann bleibt dran. Ich mache das jetzt mal schnell. Ne? Und würde sagen, Ton aus, Musik an, würde ich jetzt so sagen. Let's go. Mamas Deckel und dann werde ich zum Schluss das Tablet nochmal. Ihr seht, Rand und hier soweit alles sauber. Das hier und das hier lasse ich jetzt so wie es ist. Hier werde ich neu drauf kleben. Halt hier und hier. Jetzt hier noch den ganzen Rand. Das hier werde ich so lassen hier. Das hier. Das lasse ich so. Das ist der schlimmste Kleber, den ich jemals gesehen habe bis jetzt. Und ich mache das schon eine sehr, sehr lange Weile, dieses Geklebe. Und überhaupt diesen ganzen Reparaturzeug. Jetzt nehmen wir diese 1 mm starken Klebestreifen, den sie hier wunderbar verbaut haben. Könnte sich nur aufregen.
So, dann werden wir das jetzt mal versuchen mit der neuen Bizette hier. Ne? Vor der Bro-Video. Neue Bizette. Extra für 1 mm. Klebezeug. So. Das hier profimäßig jetzt hier hinzukriegen. Vor der Profi, Alter. Dabei bin ich gar keiner. So. Nicht so viel Teaser. Wie gesagt, das ist eigentlich hier 3 mm dick, das Originale. Bloß ich habe kein originales Rahmen gefunden jetzt. Und wenn, dann kam das von einer anderen Z-Reihe und das hat alles nicht so gepasst. Und da habe ich mich jetzt entschlossen, Loses zu kaufen. Und ich denke mal, erstmal, du kannst es selber formen. Ich habe dann jetzt immer was da. Ich muss nicht unbedingt die Originalen holen. Oder wenn ich doch das Originale geholt habe. Und es sollte jetzt zum Beispiel kaputt gehen oder whatever, dann kann ich das nachkleben. Ganz einfach. Mehr würde ich jetzt nicht hier teasern. Hier wird vielleicht noch mal hier in der Kartenstrecke noch eins. Draufkleben. Und dann hier oben noch. So lassen wir es jetzt. Hier in der Mitte kommt dann ein normales doppelseitiges Klebeband drauf. Der Deckel soll ja auch nicht abfallen wieder. Ja. Ja. Dann ziehen wir die ganze Schose mal ab. Und wie das funktioniert. Wie im. Zack. Ich hasse diese scheiß Dinger. Zack.
Ja, wir haben das Große geschafft. So. Hat sich verdreht, scheiße. Weil das so komisch gedreht war. Hersteller. Muss ich jetzt gucken, dass das trotzdem. Überall. Da werde ich hier wahrscheinlich auch noch ein doppeltes noch eins dran machen. Quasi eine Nummer sicher gehen. Video wird wahrscheinlich schon wieder viel zu lang sein. Ach, so ist es jetzt halt. Ihr könnt hier rausskippen. So, haben wir jetzt ein Stück übrig. So, dann machen wir das jetzt auch mal hier. So. Würde ich sagen, Deckel drauf, füllen ein. Wenigstens ein bisschen geholfen hat. Ich gucke es mir jetzt mal am Ende an, wo ich schneide. Ja. Ist zwar nicht eigentlich so mein Ding, so ein schnelles Video mal zu drehen, aber geht jetzt mal nicht anders. Mein Urlaub steht vor der Tür. Das Gerät soll noch raus. Ja. Also, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal, wenn es euch Spaß gemacht hat, mir zu gucken. Ansonsten mal irgendwann mal live bei Twitch unter Realtalk-21. Da muss ich mich ein bisschen durchzwingen, mal live eine Reparatur zu machen. Das ist ein bisschen Lust. Und abonnieren hier und den Zwick-Kanal auch hier, Realtalk bei YouTube. Also bis dahin, tschüss.